Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf der Eingard immer so snapping die zusammen mit dem Philipp einen wunderschönen. Hallo, wo ist denn der Drescher für den, gell? Nee, doch. Doch, gut sehen. Der ist aber gerade halb voll, ich hab den gerade eingestellt. Der Dude. So, ein bisschen Schwung aufbauen. Vorne passt was rein, das passt. Alter, der Büro hat einfach 37 Stunden. Anpeilen. Ich ja. Glaub doch, das sind Minimum die Hälfte, wenn überhaupt, wenn nicht sogar mehr. Einfach nur fahren für den Drescher. Ja. Der ist jetzt sehr, sehr gut möglich. Ist da Hilfe schon drin? Nee. Aber ich hab so das Gefühl, dass wir unseren Brandner verkaufen und noch einen Lommer kaufen. Weil, warum nicht? Ja. Ich hab so das Gefühl, dass das noch kommen wird. Auch wenn das Projekt wahrscheinlich nicht mehr ganz lang geht. Mal schauen, keine Ahnung. Oder machen wir das im 22er dann weiter? Ich weiß halt nicht, also Erlengrad kommt da auch wieder. Also ich würde es halt so lange machen, bis Erlengrad da ist und die wird wahrscheinlich am nächsten Tag schon da sein. Ja, keine Ahnung. Denn auf der weitermachen oder wie? Aber dann haben wir die ganzen Mods nochmal, was wir jetzt haben. Ja, nee, dann müssen wir dann sowieso ja neu starten. Ich steht dann komplett neu starten. Ja, natürlich. Das ist ja ein komplett anderes Kapitel dann. Ja, aber dann würde ich jetzt schon ein bisschen weitermachen. Hin und wieder. Hm? Ich würde hier hin und wieder einfach mal weitermachen für einen Livestream oder so, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung wie lang. Steht ja noch alle in den Sternen. Mhm. Wenn mir macht die richtig Bock. Ja, weil es halt jetzt irgendwo auch vorangeht. Anfang ist so ist die Geise alles gestanden. Wischen geht's. Geht's ab? Naja, wir haben jeder drei Steier, dann haben wir noch ein Büro und ein B-Dreck, also. Naja, und ein Drescher. Und ein Drescher. Ja, wir haben noch einen Steier. Den Expert. So, ja, und noch ein Steier. Ja, was liegt denn hier? Holz? Ich hab Holz mit Quent. Egal, Quentit? Ja. Was fahrst denn du? Ja, unterm Hof. Was fahrst du mit dem Expert? Nee. Nee, ich fahr mit dem Truck. Achso. Weil da ist irgendwas Dingling, dem wir halt, wo ist denn das? Da drüber. Oh, das ist ja Holz. Naja. Oh wow. Hm? Ich bin ein Profi. Und was hast du denn hier gemacht? Ich bin gerade mit 40 gegrillt, als ich den kleinen Stark war. Oh man. Aber auf Frontal liegt Schipper. Wie? Also, ja. Einfach frontal nicht geschäbert. No, why not? Kann man hier machen, nicht? Wenn man nicht aufpasst, dann hängst du drin in der Latte. Ja, die zieht magisch an, die Gude. Ja, vor allem mich immer. Jo mei. Da schauen wir, ob ich hier den größten Gang hochziehen kann. Ohne dass ich runterschalten muss. Könnte kritisch werden. Er ist leer. Oh, jawoll! Gange. Oh. Ist gegangen. Feini. Knall jetzt den Ding rein. Ja, ich hab den letzten Zimmer da hinten rechts in der Ecke. Das kann er nicht machen. Ich hab den noch rückwärts nicht geschoben. Sauber. Durch die Skills passt jetzt mittig nicht gestimmt, gell? Ja, da wäre sowieso keiner mehr neben reinpasst, glaube ich. Weiß ich nicht. Weil die Schleppschuhgestänge ist das ja viel breiter als jetzt der Futtermischung oder so. Ich könnte die kleinen Düngestreuer rausziehen und da das. Ja, das können wir auch machen. Weil der muss ja nicht unbedingt in der großen Halle den stehen, der Bruder, der Düngestreuer. Ne? Der hat eigentlich mit unseren Kühen aus. Ich glaube, den geht's noch relativ gut. Ja, die geht sogar gut.
Klar, wir können nur wieder sauber gemacht werden. Die Produktivität steht aber mit dem dran, aber ist gut. Ja, du. Sind halt faul, die Tiere, ne? Wow, der Weidemann kann den nicht anhängen. Was kann er nicht anhängen? Den kleinen Düngestreuer. Achso, er war Kugelkopf hat, oder? Nee, ist das Flugmaul. Achso. Aber hat der kein Zugmaul dran? Doch! Aber er wird wahrscheinlich am Kugelkopf und anhängen. Also. Stimmt, ja. Ich glaub, das war ja auch das, was wir mal rausgefunden haben, dass der unten angekickt wird. Oh mein. Ach, in dem Düngestreuer ist Kalk drin. Ja. Ich glaube, das haben wir ja sowieso gemacht. Der Kleine für den Kalk, der Große für Dünger oder irgendwie was war doch da. Jo. War aber anders daran. In die Ehrenrunde drehen. So, das wird man nur noch mit. So passt. Und die Dags sind noch vorne, dann passt's. Oh, klappen wir mal auf. Dann geht's hier rein. So, da gehen wir jetzt los. Und dann vom Stor vorbei. Was machst du gerade? Den krieg ich jetzt den Kühle so bringen, da also. Okay, passt. Ich glaube, wenn wir bloß einmal wenden, dann ist er auch schon high. Oder? Doch. Mhm. Wenn wir kein Ding jetzt mit drauf, das passt. Das andere habe ich leider nicht geschoben, Alter. Hm? Den anderen Gülle zu bringen, oder was? Hm. Warum das? Achso. Weiß ich nicht. Unsere Steuerpanzer. Der war aber nicht so wenig wie der. Ja, stimmt auch wieder. Hm? Allein nicht so viel Blut, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ey, warum geht denn der jetzt nicht weiter? So, jetzt halt an. Ist drin. Wunderbar. So, den kleinen Düngestreuer. Können wir den jetzt hier hin? Können wir jetzt den kleinen Düngestreuer hin? Ja, und die Ding würde ich dann in die Garage, die wollen wir nehmen machen. Daneben? Irgendwo, ja. Oder irgendwo, wo da halt Platz hat. Der ist ja so klein. Der nimmst das Ding, der. Der passt. Da hat allein also Platz drin. Also ich sag mal so, ich hab den genauso nicht gestellt wie das andere, bloß auf die Innenseite. So. So. Ja, das passt schon. Geht. Hast du gerade nachgeschaut? Nee. Gerade nachgeschaut? Nee, gell? Nee. Ich bin echt die ganze Zeit hier meine Runden drin. Ganz fein und brav. Mal meinen kleinen Steuer. Perfekt. Ich wollte ein paar Fenster aufmachen beim kleinen Steier. Also. Das habe aus der Tür aufgemacht. Ah. Wunderbar. Das ist wendig nur. Was machen wir eigentlich mit der ganzen Silage jetzt? Ja, den müssen wir irgendwie mal wegballern. Ich frage mich mit was? Förderband und Hänger, let's go. Wir haben den Avanza. Ja, das dauert ja ewig, bis man raufladt. Also ich würde sagen Förderbahn und dann können wir mit dem auch noch aufhören, aber... Oder wir holen uns einen Florian hierher. Ja, weißt du, es dauert ja ewig, bis wir da...
Ja, was, wie viel Kubik fast haben unsere Schaufel 5 oder was? Wie, was wir da dran haben? 5, ja. Aber es wäre eigentlich schlauer, wenn man jetzt einen Förderband mit dran stellt. Weil aus dem Prinzip, da kann ein Hänger mit dem Förderband befüllen, du kannst vorne reinmachen, während das befüllt der hintere gleich mit. Oder du befüllst gleich jetzt, wo das gespannt beispielsweise. Ich knall dir einen kleinen Steierschummel an den Schwader hin, gell? Ja, das würde ich mit dem Drag machen. Du später fängt das auch dran. Wow. Ich hab ihn wieder abging. Der Profi. Mal schauen, ob ich den kleinen Steier da reinbekomme. Da, wo ich ihn reintun will. Der passt über den. Der ist ein kleiner Süße. Ja, aber bei der eine Halle haben wir doch ein Ding, wo es ums Eck rumgeht. Oh ne, da will ich den nicht reinstellen. Drin. Ja, aber doch nicht ums Eck. Ja, doch. Ist ja voll beschissen. Da würde der andere kleine auch noch reinpassen ums Eck rum. Ja, aber du musst ja immer alle rausfahren, wenn du einen brauchst. Ja, weißt du, nimm dir eh den vorderen. Ja, ist gut. Oder Pfähle fahren. Ja. Weißt du was? Ich werde an den Betra kommen. Ich bin genau hinter dir. Ich schnappe jetzt den Ladewagen von der Silage weg. Uha. Ich glaube, der ist ein wenig ja, vorbei, er könnte sogar gehen. Alter, der hat 170 PS, der wird doch wohl dafür nicht zu klar sein. Das haben wir mit dem Owner noch, mit meinem Mug gesagt. Und am Bergsee hat er dann trotzdem schon. Ich nee. Die Silage nehmen oder die vom der BGA? Ich hab das hier jetzt aufgemacht gerade. Ich würde mal sagen, mach das, wenn du es aufgemacht hast, dann mach das leer, ja. Für uns macht es ja keinen Sinn. Ich bin gerade aber auch überlegen, ob wir das Schwaden und Pressen und Ding das ganze Zeug im Livestream machen wollen. Wir kommen nicht hoch! Heirat? Steuer sagt nein. Wobei, ich fang gleich unten an. Lügt nicht, so sagst du. Oder geht? Oha! Olle! Oha! Wir fahren mal zum Schwaden, ne? Tschüss! Wir können noch was werden, du. Kannst du mich doch nicht einfach alleine lassen. Schau mal aus. Ah! Ich häng fest! Oh nee! Mutti. Ja, du hast genügend, du sollst dann genügend daheim rum. Kannst du... Aber irgendwann nehmen wir, dann kannst du wieder befreien. Bin wieder frei. Wunderbar. Das höre ich doch gern. Ladewagen will nicht so wie ich will. Ja, das ist du. Sehr gut möglich. Ich brauche ein Förderband. Hab ich doch gesagt. Der jude legendäre Förderbandkette. Haben wir den einen vom Ding mit drauf? Glaub's nicht. Autoload Förderband? Mal schauen, ich glaub's zwar nicht, aber ich muss mit drauf nehmen. Das wäre eigentlich Ding. Vom Grimme Pack. Ja, das geht nur für Kartoffel. Normalerweise. Wenn's das ist, was ich meine, was du meinst. Das letzte Förderband. Das geht doch nicht für eine Platte so. Kartoffel.
Ne, es ist nichts dran angeschrieben, aber normalerweise ist es eigentlich nur für Kartoffeln gedacht. Vielleicht kaufen oder nicht? Also mieten. 38.000. Ich meine mieten. Ja, kannst. Aber da brauchen wir auf jeden Fall dann noch ein anderes. Warum? Ja. Hast du schon mal geschaut, wie niedrig das ist? Wie? Niedrig. Das kann man doch aufbocken. Nein. Nett. Nee, das ist ja bloß, das stellst du hin, das nimmt dir Kartoffel auf und du... Ach so. Nee, das ist wieder was anderes. Das ist eigentlich alles so für Kartoffel gedacht. Ja, dann. Für dabei ermöglicht die Handhabung größere Brühen in kurzer Zeit. Das steht bei jedem gleich dran ungefähr. Ja. Also es ist quasi, du kannst quasi dann das, einmal das zweite Grimme, das Standard nehmen, beziehungsweise vorher das eine Grimme dran stellen und dann kannst du das andere dran stellen und dann kommst du auf die Höhe vom Bogen. Aber wäre das andere billiger gewesen, oder nicht? Das kleine. Ja, das weiß ich nicht. Hab ich's da nicht geschaut. Aber das ist sehr gut möglich. Wo ist denn der Bührer? Der Dresche ist voll, ich bin gerade wieder nur am Abfangen. Oh ja, da werden wir noch ein bisschen sparen. Aber liebe Leute, wir sind tatsächlich mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und einfach keinen Cent unten den roten Knopf drauf haben. Falls ihr nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst und das was von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Eingang. Immer ist mein Snap in die zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.